Mein Leben hat einen neuen Sinn und dieser Sinn wird mein Leben verändern. Hey, ich bin der Fuchs und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um MMORPGs und die besten Abenteuer, die du finden kannst. Let's Plays, Guides, Podcasts und vieles mehr erlebst du hier in unzähligen Stunden Videomaterial. Bist du bereit, deine Koffer zu packen und mit mir gemeinsam auf ein Abenteuer zu gehen? Da würde ich mich jetzt über ein Abo von dir sehr freuen. Es sind nur noch wenige Stunden, ein paar hundert Minuten und dann wird Lost Ark endlich lang ersehnt an den Start gehen. Ich werde Vollgas ins Spiel gehen und für euch das beste Zeug an Infos herausholen. Regulär geht es am 11. Februar 2022 los und ihr könnt das neue, alte Spiel von Amazon kostenlos, also Free-to-Play, erleben. Warum sage ich alt? Denn das Spiel gibt es schon seit 2019, aber nur in Südkorea von der Firma Smilegate. Das Spiel ist so erfolgreich, dass es nun den Weg in den Westen geschafft hat und in Europa 2022 veröffentlicht wird. Doch hierzulande hat Amazon Games die Arbeit übernommen und als erstes, an was du und ich jetzt denken ist? Na klar, kommen wir zum Start überhaupt auf die Server rauf? Wenn ihr nicht so lange warten wollt mit selber zocken, könnt ihr schon am 8. Februar loslegen. Aber dazu müsst ihr euch eines der 4 Founder Packs kaufen. Der jetzige Stand zum Preload wird morgen am 7. Februar ab 18 Uhr sein, sowie beim Release-Start am 8. und am 11. Februar auch um 18 Uhr. Wenn ihr erstmal schauen wollt, dann besucht mich auf Twitch. Ich bin ab 8. Februar für euch live und beantworte alle eure Fragen. Was gibt es eigentlich für Packs? Ja, wie gesagt, 4 Stück und die starten mit dem Bronze Founder Pack für 14,99 €, dann das Silber Pack für 24,99 €, das Gold Pack für 49,99 € und das Platin Pack für 99,99 €. Wenn ihr wissen wollt, was da drin ist, dann schaut direkt bei Steam oder Lost Ark vorbei. Ich kann euch nur so viel schon mal sagen, dass ihr bei allen Packs 3 Tage vorab Zugang bekommt, sowie ein Katzenhaustier, bisschen Ingame-Währung, Krams und Skins. Außer bei dem 100-Euro-Paket gibt es noch ein Reittier, einen dreiköpfigen Wolf dazu. Ich habe mir das Bronze geholt, weil ich 100 € doch etwas zu viel finde. Was erwartet euch denn nun in Lost Ark? Es ist ein MMORPG im Blickwinkel von Diablo, nur mit einer offenen Welt, Dungeons, Raids und PvP à la World of Warcraft. Auch für soziale Aspekte wurde gesorgt, wie Handwerk, Gilden und Weltevents. Das Kampfsystem ist fortschrittlich und actionlastig sowie abwechslungsreich und man hat die Möglichkeit auf verschiedene Stile. Auch verschiedene Klassen wird es geben, wie den Krieger, die Magierin, Kanonier, Assassinen und mehr. Denn laut Informationen sollen mehr Klassen und mehr Gebiete an den EU-Staat gehen, als es in Korea war. Die Welt, ja, sie ist riesig und wartet voller Aufgaben für dich. Es wird eine epische Geschichte geben, sowie viele Nebenaufgaben. Mit euren Freunden könnt ihr euch in Dungeons unter Beweis stellen. Und jetzt kommt der Knaller. Jeder kennt es von anderen Spielen, das ewige Gewarte auf eine Gruppe und abends noch viel, viel länger. Das wird es in Lost Ark nicht geben, denn ihr könnt eure fehlenden Mitspieler durch NPCs ersetzen. Zu guter Letzt gibt es dann noch die Raids, die euch durch verschiedene Szenarien durchführen. Ach ja, PvP habe ich ganz vergessen. Genau nach meinem Geschmack wird es schöne 3 vs. 3 und 1 vs. 1 PvP-Arenen geben, wo ihr euch richtig unter Beweis stellen könnt, wer der Stärkste im Lande ist. Roundabout erstmal alles, was ihr wissen müsst, um den ersten Eindruck für Lost Ark zu bekommen. Ich bin auf jeden Fall 100% dabei und die Beta, die hatte mich schon richtig umgehauen. Auf meinem Twitch-Channel wird es dann exklusive Drops geben, wie Haustiere und Reittiere. Ich hoffe, dass mich noch einmal das Gefühl abholt, wie damals, als ich mit WoW anfing. Wie sieht's bei euch aus? Spielt ihr mit oder eher nicht? Offiziell gibt es leider keinen deutschen Server, aber die deutsche Community von Lost Ark haben sich auf Asta geeinigt und ich werde versuchen, dort ansässig zu werden. So, und jetzt noch auf den Abo-Knopf von YouTube und Twitch gedrückt und dann sehen wir uns auch schon in Lost Ark. Bis dann, euer Fuchs.